Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit uns allen. Amen. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Völker Verderben. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, mit diesem biblischen Leitwort zum eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag begrüße ich Sie herzlich zu unserem Gottesdienst. Ich werde dann auch in der Predigt über diesen Vers nachdenken. Besonders darf ich heute unter uns die Jahrgänger von 1937 willkommen heißen. Auch schon 85 Jahre alt geworden, ja, wie die Zeit vergeht. Als ich früher solche Gruppen speziell begrüßte, dachte ich immer, oh, das geht noch lange. Und ja, so ändert sich die Zeit. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, heißt es also, im biblischen Leitvers zum eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag. Aber zugleich wissen wir, dass allein Gott in der Höhe alle Ehre gebührt. So wollen wir in dieses Lied 221 einstimmen. Allein Gott in der Höhe sei Ehre. An der Leinwand projiziert oder im Gesangbuch die Nummer 221. Wir singen alle vier Strophen.
Wir wollen beten, wem es gut möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir heute diesen Gottesdienst feiern dürfen. Wir danken dir für diesen prächtigen Sonntag und für den eidgenössischen Dank, Buß- und Bettag. Hilf uns, uns in diesem Gottesdienst ganz auf dich zu besinnen, auf das, was du für uns und für unser Land schon getan hast. Wir haben allen Grund, dir zu danken, dass wir in Frieden und Freiheit und Wohlstand leben dürfen. Hilf uns, dass wir dabei nicht dich aus den Augen verlieren und nicht selber das Gefühl haben, dass wir alles im Griff haben und unserer eigenen Stärke und Kraft verdanken. Sprich du zu uns durch dein Wort. Erneuere du uns durch deinen Geist. Sei du uns nahe durch deine Liebe. Herr, wir loben und preisen dich. Dir gehört alle Ehre, jetzt und für immer. Amen. Heute lesen wir gemeinsam unter der Nummer, da ist was schiefgegangen. Jetzt habe ich das Richtige, okay. Heute lesen wir gemeinsam unter der Nummer 189 die Zusagen von Gott, die er uns durch den Propheten Jeremia gemacht hat. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch hege, spricht er, Gedanken zum Heil und nicht zum Unheil, euch eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Wenn ihr mich ruft, so will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich auf euch hören. Wenn ihr mich sucht, so sollt ihr mich finden. Wenn ihr mir fragt von ganzem Herzen, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht er. Und jetzt ist hier das richtige Lied. Der du die Wahrheit selber bist. Das ist die Nummer 211. Wir singen alle vier Strophen. Thank you.
durch seine Propheten immer wieder ermahnt. Sein Wort, seine Ermahnung gilt auch uns. Im 5. Buch Mose Kapitel 8 ermahnt Gott sein Volk durch Mose. Gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat. Diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen, ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt, ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, so dass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbautst und darin wohnst, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Vom Lied und der Bitte beschirm uns Gott unter der Nummer 517 singen wir alle fünf Strophen.
Liebe Gemeinde, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Völker Verderben. Dieser 34. Vers aus dem 14. Kapitel im Buch der Sprüche ist also das Motto bzw. der Leitvers für den eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Völker Verderben. Wenn also die Gerechtigkeit ein Volk erhöht, wie hoch ist dann die Schweiz? Dass Adelboden hoch liegt, das wissen wir ja. Spätestens seit der Suche für meinen Nachfolger, der am letzten Sonntag sich vorgestellt und gepredigt hat. Adelboden, dem Himmel ein Stück näher. Ja, aber am eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag wollen wir unser Hauptaugenmerk nicht auf Adelboden, sondern auf unser Land ausrichten. Also, wie hoch liegt die Schweiz? Eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, nicht wahr? Darum schauen wir doch zunächst einmal einfach darauf, wie hoch wenigstens das Ansehen der Schweiz ist. Seit 20 Jahren ist die Schweiz Mitglied der UNO, der Vereinigten Nationen. 193 Mitglieder zählt diese Organisation bzw. internationale Völkerfamilie, wie man ihr auch sagt. Wenn die UNO eine Völkerfamilie ist, dann sind die einzelnen Nationen Geschwister. Gewisse Länder sehen sich selbst allerdings viel eher in der Rolle von erziehungsberechtigten Eltern, die im Sicherheitsrat ein Vetorecht und auch sonst etwas mehr Rechte haben als die anderen, oder sogar in der Rolle des patriarchalischen Vaters, der letztlich allein das Sagen und Bestimmen hat. So wie Geschwister in einer Familie um ihre Position, um ihre Stellung untereinander ringen, manchmal auch darum kämpfen und streiten, manchmal mit fairen und manchmal mit allen Mitteln, so wird natürlich auch in der Völkerfamilie um die eigene Stellung oder Position gerungen. Jedes Land möchte in möglichst vielen und möglichst wichtigen Räten vertreten sein. Und jetzt hat es die Schweiz, haben wir es geschafft, dass wir in diesem Sommer erstmals für die beiden nächsten Jahre 2023 und 2024 in den UNO-Sicherheitsrat gewählt wurden. Der Schweiz wurde die höchste Ehre zuteil. Unser Bundespräsident Ignazio Cassis war bei der Wahl in der UNO-Hauptversammlung persönlich dabei und hat das Glanzresultat von 187 Stimmen für die Schweiz entsprechend gewürdigt. Er hat betont, wie wichtig es für die Schweiz sei, sich als Vermittlerin und Friedensförderin im Sicherheitsrat einzubringen und wahrgenommen zu werden, um ihre guten Dienste auch weiterhin und verstärkt einbringen zu können. Ja, wie hoch ist das Ansehen der Schweiz wohl durch die Wahl in den Sicherheitsrat gestiegen? Wie sehr wurde sie erhöht, wie es in unserem Predigttext steht? Dazu eine Kontrollfrage an Sie. Wie viel ist in Ihren Augen das Ansehen der anderen vier Länder gestiegen,
die zusammen mit der Schweiz in den Sicherheitsrat gewählt wurden. Hand aufs Herz. Können Sie auch nur eines dieser anderen vier Länder beim Namen nennen? Ich hätte es nicht gekonnt, wenn ich nicht nachgeschaut hätte. Es sind dies Ecuador, Japan, Malta und Mosambik. Und Ecuador und Mosambik sind sogar mit noch glänzenderen Resultaten als die Schweiz gewählt worden. Wenn es also nicht unbedingt die Wahl in den UNO-Sicherheitsrat ist, was ist es dann sonst, das die Schweiz erhöht? Das große Bruttosozialprodukt und der allgemeine Wohlstand, die Technologien, Uhren, Medikamente, Schokolade oder auch der Käse und andere Spitzenprodukte, welche in die ganze Welt exportiert werden. Oder ist es die soziale Gerechtigkeit, die uns erhöht? Apropos soziale Gerechtigkeit. Ist es das, was unser Predigtvers und Leitvers für den Bettag meint, wenn er sagt, dass Gerechtigkeit ein Volk erhöht? Aber was meint soziale Gerechtigkeit? Dass jeder gleich viel verdient oder entsprechend seiner Ausbildung oder Leistung oder jeder so viel, wie er oder sie zum Leben braucht oder den gesetzlich vorgegebenen Mindestlohn. Dass Männer und Frauen gleiche Rechte, Pflichten und Chancen haben. Oder meint Gerechtigkeit vor allem Klimagerechtigkeit, wie es für verschiedene Parteien und Gruppierungen zum Schlagwort geworden ist? Oder dass Menschen mit einer Behinderung die gleichen Möglichkeiten haben, sich im öffentlichen Verkehr frei zu bewegen? Ja, wir bemühen uns in unserem Land, auf allen nur erdenklichen Ebenen um Gerechtigkeit und müssen ehrlicherweise zugeben, dass alle unsere Bestrebungen nach Gerechtigkeit immer nur Stückwerk sind, so wie alle menschliche Gerechtigkeit immer nur Stückwerk ist. Von einer inzwischen erwachsenen jungen Frau weiß ich, dass sie wegen ihres Verhaltens und wegen ihrer Art unter ihren mehreren Geschwistern immer irgendwie eine Außenseiterin war. Weil ein Teil ihrer Großeltern das spürte, brachten sie ihr, wenn ein anderes Kind Geburtstag hatte und von ihnen ein Geschenk bekam, immer auch etwas mit und den anderen Geschwistern nicht. Wahrscheinlich wollten die Großeltern damit ein Stück ausgleichende Gerechtigkeit schaffen. Ihre Eltern fanden das immer deplatziert. Aber wer kann da schon den Eltern bzw. Großeltern widersprechen, wenn sie es doch nur so gut meinen? Bei dieser jungen Frau haben diese zusätzlichen Geschenke aber eben das Gegenteil bewirkt. Sie wurde nur noch mehr auf ihre Rolle als Außenseiterin fixiert und hätte lieber keine solchen extra Geschenke bekommen, wie die anderen Geschwister, die auch nicht Geburtstag hatten. Jeder Fußballschiedsrichter weiß, wie schwierig es mit der Gerechtigkeit ist. Und dass, wenn er in einer bestimmten Situation falsch entschieden und eine Mannschaft dadurch ungerecht behandelt und benachteiligt hat, und wenn ihm sein Fehler bewusst geworden ist, dass er dann nicht als ausgleichende Gerechtigkeit auch die andere Mannschaft später ungerecht behandeln darf. Denn Fehler können jedem passieren.
Aber wenn er absichtlich falsch pfeifen oder eine Karte ziehen würde, würde er seine Glaubwürdigkeit verlieren und als ungerechter Schiedsrichter angesehen werden. Auch für ein Volk, für ein Land ist es schwierig bis unmöglich, immer und überall gerecht zu sein. Dass die Schweiz wegen des Ukraine-Krieges die Sanktionen der EU gegenüber Russland übernommen hat, das ist aus Sicht der Ukraine absolut gerecht und richtig. Aber in den Augen Russlands ist das völlig ungerecht. So ungerecht, dass Russland der Schweiz die Neutralität abgesprochen hat und unser Land für die Vermittlung oder Leitung von Friedensverhandlungen nicht mehr in Frage kommt. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Völker verderben. Allen Menschen oder Völkern gerecht zu werden und in ihren Augen gerecht zu sein, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Seit jeher bewegte viele Menschen aber eine eigentlich noch größere und wichtigere Herausforderung und Frage, nämlich, wie werde ich vor Gott gerecht? Wie kann ich es Gott recht machen, dass ich vor ihm gerecht bin? Viele versuchten und versuchen es mit Opfern. Man opferte Tiere oder in verschiedenen Kulturen sogar Menschen, um vor Gott seine Ungerechtigkeit loszuwerden. Heutige Menschen opfern etwas von ihrer Zeit oder von ihrem Geld, engagieren sich für Benachteiligte, helfen Hilfsbedürftigen, beten für Trauernde, Hoffnungslose, Kranke. Das ist alles gut und richtig. Dazu sind wir auch aufgerufen. Aber es taugt nicht, um in den Augen von Gott gerecht zu werden. Diese schmerzhafte und zugleich aber auch heilende Erfahrung mussten und durften zum Beispiel die Reformatoren machen. Für Martin Luther und viele andere Reformatoren war auch das die große Frage, wie sie vor Gott gerecht werden konnten. Sie erlebten es, dass sie weder durch eine Pilgerfahrt nach Rom, noch durch den Kauf von Ablassbriefen, noch durch die Verehrung von Reliquien, noch durch Fasten, noch durch irgendetwas anderes vor Gott gerecht wurden. Und dann kam die große reformatorische Erkenntnis. Sie wurden vor Gott nur gerecht, wenn sie sich von ihm gerecht sprechen, gerecht machen ließen. Nur wenn sie sich von ihm ihre Schuld vergeben ließen. Und sie erkannten, dass Jesus Christus alle unsere Schuld, alle unsere Ungerechtigkeit bereits auf sich genommen hat, damit wir im Glauben an ihn und im Vertrauen auf ihn vor Gott bestehen, vor ihm gerecht sein können. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Völker verderben. Gerechtigkeit, echte Gerechtigkeit, wie sie uns Gott schenkt, und Sünde und was die Bibel unter Sünde versteht, sind ein eng miteinander verbundenes Gegensatzpaar, so wie gut und böse, richtig und falsch, groß und klein. Sünde meint in der ursprünglich biblischen Bedeutung das Getrenntsein von Gott. Andere betrügen, bestehlen, belügen, nur an sich selber denken und den eigenen Vorteil suchen,
den Armen weniger Rechte geben als den Reichen, schulterzuckend wegschauen, wenn auf unserer Welt täglich 20.000 Menschen an Unterernährung sterben. Das sind dann die Folgen der Sünde. Das ist die Folge davon, dass wir von Gott getrennt sind, dass sein Wort, sein Wille und eben seine Gerechtigkeit unser Leben nicht bestimmt. Gerechtigkeit meint im biblischen Sinn also Gott nahe sein, weil er selber das Trennende zwischen sich und uns weggenommen hat und wir die Nähe zu ihm suchen. Und Sünde meint, nicht nach Gott und seinem Willen zu fragen und seine Vergebung anzunehmen, sondern von ihm getrennt zu bleiben. Vor Gott gerecht oder sündig sein, das können wir als einzelne Menschen. Und selbst wenn es uns bewusst ist, dass wir von Gott grundsätzlich gerecht gesprochen sind, sind wir auf dieser Welt zugleich auch und immer noch sündige, von Gott getrennte Menschen. So sind wir im Glauben an Jesus Christus beides. Zum einen sind wir von Gott gerecht gesprochen, durch seine Gnade und Vergebung erhöht zu Gottes Kindern. Und zum anderen sind wir sündige, von Gott getrennte Menschen und tun so vieles, was uns nach unten zieht, was unser Verderben ist, wie es im Predigtvers heißt. Vor Gott gerecht oder sündig sein, beziehungsweise vor Gott gerecht und sündig sein, das können wir auch als ganzes Volk. Als Volk können wir uns in unseren Gesetzen, in unseren Strukturen und unserem Verhalten nach Gottes Willen ausrichten und gerecht und dadurch erhöht sein. Zugleich haben wir aber auch Gesetze und Strukturen und trifft unsere Regierung und treffen wir als Volk Entscheidungen, die uns nach unten ziehen, mit denen wir uns von Gott trennen, die uns Richtung Verderben führen. Als Adelbodner könnte man vielleicht in Versuchung kommen und zu denken, dass wir hier schon ein besonderes, ein bisschen besseres Völkchen sind mit den vielen verschiedenen lebendigen christlichen Gemeinden und mit schweizweit gesehen wahrscheinlich überdurchschnittlich vielen Menschen, die Jesus bewusst nachfolgen. Dass wir dem Himmel eben doch ein Stückchen näher sind. Um herauszufinden, ob das wirklich stimmt, habe ich gegoogelt, wie hoch gelegen die Schweiz im Durchschnitt ist. Okay, wir sind an 16. Stelle, noch vor Äthiopien, aber direkt hinter Georgien. 1350 Meter über Meer. 1350 Meter über Meer. Kommt Ihnen diese Zahl nicht irgendwie auch bekannt vor? Richtig. Es ist auch die Höhe von Adelboden. Also nicht die Durchschnittshöhe von Adelboden, sondern die Höhe des Dorfes, der Kirche. Mit anderen Worten, wir Adelbodner sind Durchschnitt. Wir als Gemeinde Adelboden haben genauso wie wir als Schweiz und wir als Einzelne die Möglichkeit, uns zu entscheiden, ob wir im Glauben und in der Nachfolge Jesu dem Himmel bzw. Gott
ein Stück näher kommen oder ob wir uns in der Trennung von Gott nach unten ziehen lassen. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Völker Verderben. Ich wünsche es uns allen, dass wir als Einzelne, aber auch in den verschiedenen Gemeinschaften, in die wir auch immer eingebettet sind, auch als Eidgenossen, uns von Gottes Gerechtigkeit immer mehr prägen und erhöhen lassen. Amen. Zum Gebet bitte ich Sie aufzustehen. Himmlischer Vater, es gibt kein Volk und keinen Menschen, der von Natur aus, von Hause aus gerecht ist. Wir werden gerecht, weil du uns gerecht sprichst. Du kennst die Ungerechtigkeit in unserem Land und auf der Welt und in unserem persönlichen Leben. Hilf uns, diese Ungerechtigkeit zu überwinden, indem wir uns von dir gerecht sprechen lassen und indem wir aus deiner Gerechtigkeit heraus leben. Hilf uns, den Frieden zu erhalten, am Schicksal anderer Anteil zu nehmen, für andere da zu sein. Wir bitten dich für unsere Regierung. Hilf ihnen, den Weg für unser Land mit deiner Hilfe zu bestimmen. Schenke ihnen Weisheit, unser Volk gut und richtig zu führen und zu leiten. Hilf auch uns als Volk, bei Abstimmungen und Wahlen die richtigen Entscheidungen zu treffen. In der Stille des persönlichen Gebets bringen wir die Menschen und Anliegen vor dich,
die uns heute Morgen besonders wichtig sind. Herr, wir danken dir, dass du um unsere Anliegen weißt, weil du uns durch und durch kennst. Erfülle unsere Anliegen nicht nach unserem menschlichen, sondern nach deinem heiligen Willen. Amen. Vom Lied 795, Sonne der Gerechtigkeit, singen wir die Strophen 1 bis 4, 6 und 7. Ich darf Ihnen die Kollekte vom vergangenen Sonntag ganz herzlich verdanken. Für Hilfe in der Gemeinde sind 1571 Franken zusammengelegt worden. Nun lese ich Ihnen den Kanzelaufruf des Synodalrats zur diesjährigen Bettagskollekte. Vielfältig solidarisch sein. Solidarisch sein ist eine wichtige Grundhaltung oder ein zentraler christlicher Wert, der in verschiedenen Formen Ausdruck findet. Sich solidarisch zu engagieren ist in vielen Kirchgemeinden konkret möglich, sei dies im Besuchsdienst, in der Arbeit mit Kindern, mit geflüchteten Menschen
oder auch im kulturellen Bereich. Die heutige Kollekte für das neu organisierte Werk HEKS, zu dem auch die Arbeit von Brot für alle gehört, ist ebenfalls aktive Solidarität mit Menschen, die weiter von uns entfernt leben. HEKS, das Hilfswerk der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, konkretisiert diese Arbeit für die Kirchen. Sei dies in Projekten mit Kindern und Jugendlichen in Syrien, mit Bauern und Bäuerinnen in der Demokratischen Republik in Kongo oder mit Dorfentwicklungsgruppen in benachteiligten Regionen in Bangladesch. Zusätzlich zur Projektarbeit von HEKS gehören auch entwicklungspolitische Kampagnen, welche innerhalb unseres Landes den Blick auf weltweite Fragen von Gerechtigkeit, Menschenrechten, Klima oder Migration lenken und damit daran erinnern, dass Solidarität alle Menschen umfasst. Auch diese Arbeit braucht unsere verlässliche Unterstützung, weshalb wir Ihnen diese Kollekte herzlich empfehlen. Der Synodalrat bedankt sich für jede Gabe. Ja, für die kommende Woche habe ich gar keine Mitteilung, erst wieder für den Sonntag. Am kommenden Sonntag ist um 10 Uhr ökumenischer Festgottesdienst 150 Jahre Tourismus Adelboden auf dem Dorfplatz. Mitwirken wird Dübis Big Band. Es wird ein Kinderprogramm geben in der Turnhalle. Die Kinder können ab 9:30 Uhr dort hingebracht werden. Also nächsten Sonntag Festgottesdienst auf dem Dorfplatz und ausnahmsweise keinen Gottesdienst hier in der Kirche. Dann darf ich ganz herzlich danken, Margret Gutknecht, für ihren Organistendienst, Albert Schranz für seinen Messmerdienst und Claudia Kündig hinter der Kamera. Vom Lied 346 singen wir die Strophen 1 und 3. Sie haben es an der Kanne und dem großen Kelch hier vorne gesehen. Wir feiern heute natürlich mit Einzelkelchen auch das Abendmahl, zu dem Sie herzlich eingeladen sind. Wer dazu nicht bleiben kann oder möchte,
kann die Kirche während dem Zwischenspiel nach dem Unser Vater Gebet und dem Segen die Kirche verlassen. Wer am Abendmahl teilnehmen möchte, aber noch auf der Empore ist, bitte ich, während des Zwischenspiels nach unten zu kommen. Bereits jetzt wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und eine gute nächste Woche. Nun bitte ich Sie zum gemeinsamen Unser Vatergebet, der Sendung und dem Zuspruch von Gottes Segen aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Völker Verderben. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ich freue mich, dass wir miteinander das Abendmahl feiern dürfen. Wir feiern es mit Hilfe der Liturgie, die Sie in Händen haben oder auch hier oben angeschlagen ist. Wenn ich vergesse zu wechseln, gebt mir ein Handzeichen. Wir feiern das Abendmahl in dieser Liturgie, ohne dass unser Vatergebet, das auf dem Handzettel aufgeführt ist, da wir es schon vorher gebetet haben. Den Kanon, Ehre sei Gott in der Höhe. Wie? Aha,
Aha, gut, ja, ja. Gut, jawohl. Ah, habe nicht gesehen, wer gerufen hat. Excuse. Ja, ja, ja. Für die, die ihn nicht kennen, kommt er dann noch mit den Noten. Und wir singen ihn mehrstimmig. Zuerst einmal miteinander, dann ersten Einsatz, zweiten Einsatz, dritten Einsatz, vierten Einsatz. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Mit der christlichen Gemeinde aller Zeiten bekennen wir: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bei Jesus kommt unser Herz zur Ruhe. Darum bitten wir: Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Herr, wir haben gegen dich und unsere Mitmenschen gesündigt in Gedanken, Worten und Taten. Das tut uns aufrichtig leid. Darum bitten wir:
vergib uns alle unsere Schuld und erneuere unser Leben. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die ganze Erde ist seiner Herrlichkeit voll. Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir hören wieder Apostel Paulus die Einsetzung des Abendmahls bezeugt. Der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen. Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Geliebt vom Herr, Brocher zur Vergebung von unserer Schuld. Der Kelch zum Heil, wo sich Gott mit uns verbündet hat, durch das Blut von Jesus Christus. Bei der Austeilung des Abendmahls beginnen wir wie immer hier vorne rechts, dann geht es nach hinten. Ich bitte euch, die englischen Verkehrsregeln zu beachten, links hinaufzukommen und dann wieder links herunterzugehen, damit wir uns nicht in die Quere kommen. Wer möchte, dass wir das Abendmahl noch zu ihm bringen? Wer kann selber nicht nach vorne kommen? Gut, dann kommen wir im Anschluss. Auch noch, ja. Danke. Kommt und esst vom Brot des Lebens und trinkt vom Kelch des Heils.
Wir wollen dem Herrn danken, dass wir seine Gäste sein durften. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen und ich will erzählen von all seinen Wunden, singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Halleluja. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht euch zu und gebe euch Frieden. Amen.